Quagmire, was machst du denn hier? Oh, heute ist ehrlicher Besuchstag und ich stehe auf scharfe Nummern im Knast. Oh, giggity, 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 goo. Wer sonst als Quagmire? He's Quagmire. Ich hoffe sehr, dass nichts passiert, was dieses edle Dinner ruinieren könnte. Wer sonst als Quagmire? Und dann ist Glenn aufgetaucht und hat mein Herz erobert. Als er mich auf dem Ball im Country Club geküsst hat, wusste ich, dass wir für immer zusammenbleiben würden. Los, ich habe jetzt Lust auf einen Nachtisch. Oh, und einen Kuchen gibt's auch. Oh. Glenn, ich liebe deine Sexwitze und schmutzigen Wortspiele. Deswegen habe ich dich geheiratet. Gehen wir rauf und treiben wir's. Okay. So wie Quagmire, als er glaubte, dass er eine eigene Serie kriegt. Man sieht sich, ihr Pfeifen. Viel Spaß noch mit euren beschissenen Riesenhahnwitzen und eurem Conway Twitty. Hey, warum steht denn ein Umzugswagen vor Clevelands Haus? Ich meine, was bist du, Brian? Einer von diesen schmierigen Typen, die Frauen nur für Sex benutzen? Jillian hat was Besseres verdient. Sie hat Gefühle, weißt du, und sie hat sehr viel Zeit und Energie in diese Beziehung investiert, in der Hoffnung, dass sie wächst und zu etwas wird, das Bestand hat und länger hält. Und wenn du sie nur hinhältst, dann muss ich sagen, habe ich sehr viel Respekt vor dir verloren, Brian. Du hältst mich doch nicht für unmoralisch, oder? Beweis mir das Gegenteil. Schön, das werde ich. Ich werde sie bitten, mit mir zusammenzuziehen und dir zeigen, dass ich das kann. See, that wasn't so bad, was it? Oh, I gotta say, that was fantastic. What do you say we go back to your place for round two? Sounds good to me. Wow, 3 times in a row. You're amazing, Glenn. Oh, I just take a lot of pride in what I do. Hey, what's going on here? Ah! Get off my wife! Oh, my God. Oh, my God! You shot my homie! I'm calling the police! I can remember. Mom and Dad are dead. Oh, no. Who will pay for my saxophone lessons? Tinder? Quagmire, komm, wir spielen heute Golf. Ich wische Golf Richtung Nein. Es müffelt ein bisschen hier drin. Wische ja für Betsy, wische ja für Jennifer, wische ja für Andrea, wische ja für alle Frauengesichter. Wisch, 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 wisch. Lassen wir ein bisschen Licht rein, Kumpel. Ah, das gelbe Gesicht, es verbrennt mein Tinder. Oh mein Gott, er ist durchgedreht. Diese App hat Quagmire in einen Sextroll verwandelt. Und so wie ihr da unten hockt, hängt ihm ein Hoden raus. Okay, Jungs, jetzt schütten wir uns mit Gratis-Alkohol zu und tauchen auf allen Hochzeitsfotos auf. Oh, what a night. Late December back in 63. What a very special time for me. As I remember what a night. Oh, what a night. Okay, da steht Hey. Und dann ein Kussgesicht und dann ein Gesicht, das anzüglich grinst. 3 Ballons und eine Lokomotive. Was soll der Schwachsinn? Das heißt, sie mag dich. Schick was zurück. Okay. Verehrte Theresa, wie ist das Wertebefinden? Deine letzte Nachricht hat mich äußerst erfreut. Nein, hör auf, Gott, hör auf, hör auf. Schick ihr eine Aubergine und den ausbrechenden Vulkan. Was sollst du denn darstellen? Du bist sicher Isabella. Ich bin gekommen, als ich von dir gehört habe und dann ins Flugzeug gestiegen. Genau. Hi, bist du Courtney von Tinder? Du musst Glenn sein. Der ist für dich ein hübscher Strauß für eine hübsche... Ja, zieh dich aus und setz dich auf den Kaffeetisch. Okay. Das war klasse. Und wir schaffen's noch ins Restaurant. Was? Wieso? Wir haben schon gevögelt. Warte, ich muss keinen Smalltalk mit dir machen oder Geld für dich ausgeben? Natürlich nicht. Hier, wisch dich mit dem IKEA-Katalog ab. Mein Gott, diese App ist unglaublich. Ich danke dir, Handy Jesus. Oh, ja, klar. Tonight.